hallo, liebe Leute. Während ich hier meine schöne Gitarre ein bisschen poliere, möchte ich euch nebenbei ein bisschen über dieses Schmuckstück, die Les Paul Studio GM von 1996, erzählen. Ja, die Gitarre kam in 1996 in mein Leben, weil ich in Köln beim Music Store, noch beim alten Music Store war, in der Innenstadt. Und dort habe ich dieses Schmuckstück an der Wand hängen gesehen und zugeschlagen für über 1600 Mark. Ich weiß noch, dass ich meine EC-Karte zweimal in die Kasse stecken musste, bevor ich das geschluckt hatte. Also eine echte Anschaffung. Ja, ich war damals ja schon gut 10 Jahre unterwegs, eine neue Band stand an und in der Band sollten auch andere Töne her, ein bisschen poppig, ein bisschen rockig, und ja, da war sie hier die erste Wahl, und die Strat blieb, die ich ja vorher schon gespielt hatte, die Aria, gibt es auch ein schönes Video drüber, habe ich in den Ruhestand geschickt. Und dann war diese Les Paul zusammen mit der Stratocaster mein Leib- und Magengeschirr für die nächsten 10 Jahre. Diese Les Paul hier wurde tatsächlich auch nur von 1996 bis 1998 hergestellt in diesen, ja, tollen Farben. Und zusammen mit meinem Marshall-Verstärker, meinem Marshall Anniversary, war sie eine gute Packung. Ja, und die Strat auch. Ja, ich habe sie dann in dieser ersten Band auch total viel gespielt. Hab sie danach auch in wirklich diversen Musicals genutzt. Ja, sie kann halt poppig, sie kann hardrockig. Diese Gitarre hat halt, ist unheimlich vielseitig. If you tear us apart, don't you know, my heart will Ja, diese Gitarre kam auch dann bei den beiden Musicals zum Einsatz und im Anschluss daran in den frühen 2000er Jahren auch in der Bob Dylan Coverband und ja, dem Projekt, was sich anschließend daraus ergeben hat. Und nachdem ich hier hingezogen war, bei meiner letzten Band hier im Süden Deutschlands, war es meine Hauptgitarre, und zum Schluss habe ich dann noch meine alte Washburn Stage A10 für die ganz rockigen Sachen noch ausgepackt. Auch über die habe ich ein tolles Video gemacht. Und zum Schluss war die Strat dann
in der letzten Band ausgemustert. Die hat irgendwie vom Klang nicht dort reingepasst. Ja, und irgendwann dann in 2016 war man in Holland in einem schönen Musikgeschäft und plötzlich stand sie vor mir. Der Traum meiner Kindheit, die Ibanez Artist. Und zwar in Schwarz, 620 BK, und die hat alles über Bord werfen lassen, die wollte ich unbedingt haben. Ich hatte aber kein Geld. Also habe ich mir gedacht, dann verkaufst du die Les Paul. Da kommt ordentlich was rein. Glücklicherweise hat mein Sohn gesagt, nee Vater, so geht das nicht. So unvernünftig könne man nicht sein und diese Gitarre hier weggeben. Und hat gesagt, gut, ich gebe dir das Geld für die Artist. Dafür ist die mir. Und sie bleibt im Kowalewski-Haus. So ist sie dann in den Besitz von meinem Sohn übergegangen. Ich habe sie immer noch zur Verfügung für diverse Tests oder auch jetzt für den kleinen Film. Und er hat sie dann auch in seiner Schülerband genutzt und 16, 17 auch mit ihr aufgetreten. So kam es, dass ich für den Jugendtraum fast dieses Schmuckstück hier weggegeben hätte, was keine gute Idee gewesen wäre, denn die Gitarren heute wieder zu finden, mindestens das in Euro kosten, gebraucht, was damals neu in D-Mark anstand. Also keine gute Idee, mit der Artist bin ich auch gar nicht so glücklich geworden. Die habe ich 2019 oder 2020 wieder verkauft. Ja, und so ist diese Gitarre immer wieder ein Hauptinstrument von mir gewesen. Ist auch immer viel gespielt und benutzt worden und das sieht man auch. Sie hat etliche Kampfspuren, Lackabplatzer, Kratzer. Aber ich musste nie etwas großartig bei ihr austauschen. Das musste ich nie. Es ist alles noch im Original. Die Tuner sind noch drin, die Pickups, die Potis, die Schalter. Ich musste nichts machen. Nachgerüstet worden ist lediglich hier ein Messingknöpfchen statt dem weißen und die Schaller Security Locks, damit sie mir bei den vielen Einsätzen nicht vom Gurt fiel. Ja, die Gitarre hat hunderte Stunden mit mir verbracht, in Proberäumen, auf Bühnen. Sie ist in diesem wunderschönen Hardcase gekommen, was auch heute noch da ist. Dieses wunderschöne Hardcase hier, Gibson USA. Ja, diese Gitarre ist tatsächlich eine ganz besondere Gitarre. Sie ist unheimlich vielseitig, die P90s klingen wunderbar, extrem knackig im Anschlag und hat einen tiefen, hölzernen Ton, der sich in jeder Spielart durchsetzt. Ich bin mal gespannt, wenn ich hier fertig bin, dann soll sie ja zum Vergleich mit der Harley Benton SC450 herhalten, wie weit die Harley Benton hier rankommt. Dazu aber ein anderer Film. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen hoch da. Ich bedanke mich für eure Zeit, bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch wie immer, bleibt gesund, bleibt fröhlich, bleibt musikalisch. Bis bald, euer Toko.